Mittwochabend ist es und schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Hier ist Ron und Hauke hat heute die Sendung verantwortet. Mit welchen Themen? Ja, Vorsicht beim Baden im Neckar. Das kann nicht nur gefährlich, sondern auch ganz schön ekelig sein. Außerdem haben wir unseren Reporter Max Fischer zum Tanzen geschickt, genauer gesagt zum Hip-Hop. Der hat da mal richtig losgelegt. Ob das was geworden ist oder nicht, das sehen Sie auch. Und am Ende der Sendung haben Sie noch mal die besten Tipps, um richtig einzukaufen bei Hitze. Sie kennen das wahrscheinlich. Obst, Gemüse, wie lagere ich das richtig, ohne dass diese ekligen kleinen Viecher kommen, die Obst fliegen. Und das läuft schon. Viel Spaß. Der Rhein führt momentan ja wirklich bemerkenswert wenig Wasser. Also eigentlich beginnt diese Niedrigwasserperiode im Juli und so richtig tief fallen die Pegel dann in die Zeit September, Oktober. Aber momentan ist August und die Trockenheit hält an und das öffnet Raum für die Frage, wie tief gehen denn da die Pegel noch weiter runter? Folgen für die Binnenschifffahrt und die Industrie hat das Ganze schon jetzt, wie Alicia Beisel und Alexander Kumpf berichten. Der Rhein. Auf hunderten Kilometern fließt er durch die Ron-Region. Also hier an dieser Stelle zu stehen, ist schon fast ein bisschen unwirklich, weil ich stehe hier eigentlich auf dem Grund des Rheins. Hier würde man normalerweise oder bei normalem Wasserstand nicht trockenen Fußes stehen können. Das Wasser ist zurückgegangen. Mehrere Meter Kiesstrand sind hier an den NATO-Rampen im Mannheimer Stadtteil Sandhofen dazugekommen. Das niedrige Wasser ist in der Hinsicht gefährlich, dass einfach die Fahrwasserbreite verschmälert ist. Man muss dichter aneinander vorbeifahren, gerade auch die Großschifffahrt. Man hat weniger Platz zum Manövrieren, zum Ausweichen. Und das macht die Sache einfach gefährlich. Zudem kann es natürlich auch kommen, wenn man sich gegenseitig ausweicht, dass man vielleicht an eine flache Stelle kommt, sich festfährt. Und das wäre natürlich dann, sage ich mal, der maximale Schaden, den man dann hier zu beklagen hätte. Der Wasserpegel auf dem Rhein liegt an mehreren Stellen gerade bei unter einem Meter. Normal wären hier zu dieser Jahreszeit 1,50 bis 2 Meter. Das hat zur Folge, dass die Schiffe nur ein Drittel ihrer Ladung transportieren können, wenn sie nicht auf Grund laufen wollen. Also August werden wir noch fahren, denke ich. Und wenn es bis dahin keinen Regen gibt und keine Besserungen aus sich, dann werde ich langsam pessimistisch. Weniger Fracht, häufigere Fahrten. Der Transport kostet gerade bis zu 5-mal so viel. Das Niedrigwasser, es hat auch Auswirkungen auf die Energieversorgung. Kohlekraftwerke sollen mehr Strom erzeugen, weil wir ja Gas sparen müssen. Dramatisch könnte es werden, wenn sich das Niedrigwasser bis weit in den Herbst hineinzieht, die Steinkohlekraftwerke weitaus stärker eingesetzt werden. In Deutschland werden ungefähr 195 Millionen Tonnen an Gütern im Jahr von Binnenschiffen transportiert. Das meiste über den Rhein. Vor allem Getreide, Kohle, Benzin, Heizöl und Baustoffe. Außerdem liegen viele große Industriezentren an dem Fluss. Die Lieferwege über die Binnenschifffahrt, die dauern länger. Das heißt, es kommt zu weiteren Verspätungen. Schlicht und ergreifend, weil weniger Ladung transportiert werden kann. Und das, was transportiert werden kann, das ist teurer, das heißt, die Kosten für den Transport steigen. Steigende Kosten für den Transport auf der einen, liegen gebliebene Fracht auf der anderen Seite. Hier am Hafen in Worms stapeln sich die Container und das schon durch die Corona-Pandemie. Das wenige Wasser im Rhein hat die Lage noch verschlimmert. Das wird auch in Mannheim deutlich. Dieses Binnenschiff an den NATO-Rampen kann durch die Wassertiefe nur noch einen Bruchteil seiner üblichen Waren transportieren. Man kann an den Bordwänden jetzt gerade so diese senkrechten Striche runter, die Einsenkungsmarken erkennen. Und auch vorne die Anker würden normalerweise so nicht aus dem Wasser rausgucken. Wenn das Schiff richtig abladen könnte, dann wäre quasi die gesamte Seite, die wäre eigentlich von Wasser umspült. 4 Jahre nach dem Jahrhundertniedrigwasser auf dem Oberrhein bahnt sich jetzt also wieder eine Problemlage an. Und das auf dem wichtigsten Wassertransportweg Deutschlands. Auch wenn das irgendwie so idyllisch aussieht, nochmal ganz wichtig, baden im Rhein bitte nicht. Das ist nach wie vor extrem gefährlich, weil immer noch Strömungen entsprechend herrschen. Gleiches gilt natürlich auch für den Neckar. Und da kommt auch noch hinzu, dass das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises auch nochmal davor warnt, weil das Wasser belastet ist, mit Keimen verschmutzt.
Rund 500 Kläranlagen nämlich leiten jeden Tag Abwasser in diesen zweiten größten Fluss der Region. Momentan herrscht dazu noch Niedrigwasser, was eben eine dünne oder kaum Verdünnung bringt, besser gesagt. Aber wer dennoch baden geht, der könnte dann laut Gesundheitsamt Durchfallerkrankungen oder Augen- und Ohreninfektionen erleiden. Über die Gründe dafür haben wir vor der Sendung mit Sarah Vanessa Samuelsen gesprochen. Sie ist Hygienekontrolleurin vom Landratsamt Rhein-Neckar. Abwasserkeime im Neckar, das klingt jetzt wirklich alles andere als lecker, Frau Samuelsen. Also wie landen die dort überhaupt, also das Abwasser im Fluss, und ist es dann bei einem höheren Wasserstand tatsächlich unbedenklich? Hallo. Also der Neckar hat ja sehr viele negative Einflüsse, die ins Wasser gelangen. Zum einen haben wir die Kläranlagen, die ihr gereinigtes Abwasser ins Wasser lassen. Da werden die Keime dezimiert und nicht eliminiert. Das ist ein Hauptproblem. Wir haben die ganzen Fabriken, die ihre Chemikalien ins Wasser lassen. Und nicht vergessen natürlich auch die vielen Gänse, die man am Neckar sieht, die ihre Fäkalien in das Wasser einbringen, und auch Ratten. Also wenn dann ein höherer Wasserpegel ist, ist dann grundsätzlich genug Frischwasser in Anführungszeichen da, um da entsprechend das Verhältnis dann in einen unbedenklichen Bereich zu verschieben? Nein, also das macht die Suppe nur dünner. Schlussendlich haben wir bei Starkregen das Problem, dass von den Kläranlagen, wenn die überlaufen sind, direkt das Abwasser ins Wasser gelangt und auch das Oberflächenwasser. Also wenn es regnet und die Neckarwiese ist voll mit Fäkalien von den Gänsen, dann wird das alles in den Neckar eingetragen. Und das ist ein großes Problem, weil der Neckar ist dann komplett mit Fäkalkeim belastet. Also für uns Menschen ist es bedenklich momentan. Wie steht es denn um die Flora und Fauna? Was sagt die Tier- und Pflanzenwelt zu der aktuellen Lage? Was für den Mensch nicht gut ist, ist fürs Tier natürlich auch nicht gut. Wir haben sehr viel Chemikalien im Neckar, Medikamentenrückstände, hormonaktive Substanzen. Und es kann für keinen Hund, Fisch oder sonstiges Tier gut sein. Also wichtig ist natürlich, dass es eine Behörde gibt, die da beobachtet. Das tun Sie, aber wie funktioniert das denn genau? Also wie überwachen Sie da die Qualität bei den Flüssen? Also Flüsse werden nicht überwacht, da sie nicht in der EU-Badegewässerverordnung drinstehen. Wir haben wunderschöne Badeseen, die im zweiwöchigen Rhythmus überwacht werden. Der Neckar, wir haben in der Vergangenheit sehr viele Proben genommen. Nicht eine Probe sah gut aus, und da es kein offizielles Badegewässer ist, steht es nicht in unserer Überwachung. Okay, das heißt aber trotzdem können Sie sagen, Leute, vielleicht besser nicht reinspringen. Genau, richtig, ja. Also man muss auch bedenken, es sind starke Strömungen vorhanden, es ist nicht gerade ungefährlich, dort zu schwimmen. Wir haben den Schiffsverkehr, zum einen gefährlich, zum anderen wirbeln die natürlich auch das ganze Neckarwasser auf. Also wird die ganze Brühe, die am Boden liegt, natürlich auch im Neckar rumgewirbelt, was noch gefährlicher ist, wenn man dort schwimmt. Ja, also empfehlen tun wir das, niemanden im Neckar baden zu gehen. Okay, also entsprechend tatsächlich die Abkühlung dann doch lieber in den Freibädern suchen, da ist die Wasserqualität ausgezeichnet. Frau Samuelsen, genau. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, alles Gute. Ja, gerne, gleichfalls, danke. Und dieses heiße und trockene Wetter, das wirkt sich nicht nur auf die Flüsse aus, sondern natürlich auch auf die Wälder. Darüber haben wir schon oft berichtet. Aber jetzt droht sogar komplett die Pilzsaison flach zu fallen. Also Steinpilze und Pfifferlinge, die sprießen momentan gar nicht da, wo sie es eigentlich momentan sollten. Es ist nicht zu sehen auf dem Waldboden. Schon im Frühjahr, da waren unter anderem die Morchel- und Steinpilz-Saisons komplett ausgefallen. Und genau so könnte es laut dem Pilzexperten Bernhard Otto vom Mykologischen Arbeitskreis Rhein-Neckar weitergehen. Er beobachtet seit Jahren die Pilze in der Region und hat mit unserer Reporterin Johanna Schertl über die Lage gesprochen. Pilze zu sammeln ist eigentlich ein beliebtes Hobby, doch im Moment sind leider gar keine zu finden. Herr Dr. Otto, die Tage sind heiß und trocken. Normalerweise würden wir jetzt hier Pilze sehen, leider sind keine da. Heißt das denn auch, dass wir jetzt im gesamten Jahr auf die Pilzsaison verzichten müssen? Prognosen in die Zukunft sind immer schwierig, weil sie die Zukunft betreffen. Wenn das Wetter dementsprechend wird, besteht natürlich die Chance, noch Pilze oder auch Speisepilze zu finden. Allerdings dauert das so 1 bis 2 Wochen nach einem kräftigen Regenguss. So lange braucht man. Und ist die Pilzsaison dann jetzt noch zu retten? Und wenn ja, was braucht es dafür? Die Pilzsaison, wir können nichts dafür machen, um die zu retten. Das kann nur das Wetter. Wir brauchen einen Herbst mit, sag mal, mit kühlen Nebeln und Regenfälle, Regenfälle, Regenfälle. Und wie sieht es denn in der Zukunft aus? Müssen wir uns vielleicht durch den Klimawandel von dem Pilzsammeln verabschieden?
Das kann schon sein, dass die Frühjahrssaison fällt schon seit Jahren aus mit den Morcheln, auch die Sommersaison. Wir können hoffen, dass uns wenigstens die Herbstsaison bleibt oder zukünftig. Das Klima ist im Wandel, das kann ja auch im Frühjahr wieder feuchter werden, dass wir vielleicht wieder eine Pilzsaison auch im Sommer oder im Frühjahr geben. Aber die ist jetzt schon seit 2018 praktisch ausgefallen. 2019 hatten wir noch ein bisschen Sommerpilzsaison. Kann ich mich erinnern, war die letzte. Und wieso ist das Ausbleiben der Pilze ein Problem? Das Ausbleiben der Pilze ist ein großes Problem. Was wir sehen, sind ja nur die Fruchtkörper, die eigentlichen Pilzlebewesen, das sogenannte Myzel, die Pilzlebewesen. Die Pilzfäden, die wachsen unterirdisch in Zusammenarbeit mit den Wurzeln, mit den Bäumen und dienen der Gesundheit des Waldes. Der ganze Wald lebt ja von den Mikroorganismen im Boden, der uns verborgen bleibt. Und ohne die Mikroorganismen und die Pilze im Wald geht auch unser Wald kaputt. Sollte man es eventuell doch jetzt nochmal wagen, auf die Pilzsuche zu gehen oder wird man wirklich keine Pilze antreffen? Also im Moment würde ich eher empfehlen, zum Badesee zu gehen. Aber wer dennoch sich in die Pilze wagt oder in die Wälder wagt, dem würde ich nahe an Bachläufen oder in feuchten Tälern empfehlen, dort zu schauen. Nordhänge, wenn auch immer, da sollte man gucken. Ja. Vielen Dank, Herr Dr. Otto. Wir werden bei Ron gleich musikalisch, denn Max Fischer, also er selbst, bezeichnet sich als untalentierten Tänzer. Davon können Sie sich gleich selbst überzeugen. Er hat sich in Hip-Hop ausprobiert und zwar bei der deutschen Meisterin im Hip-Hop-Tanz Unterricht genommen. Wie das ausging und was es alles braucht, um entsprechende Hip-Hop-Moves zu können, das zeigen wir Ihnen gleich. Vorher blicken wir aber auch noch auf weitere Nachrichten aus der Region. Eine kurze Meldung noch aus Buchen. Da gab es einen erschreckenden Fund, der momentan die Stadt und vor allem auch die Ermittler da ins Grübeln bringt. Denn ein Besucher hatte auf dem Friedhofsweg gestern Morgen ein Herz gefunden. Ist aktuell noch unklar bzw. nicht bekannt, ob es sich um ein Schweine- oder ein Menschenherz handelt. Und außerdem versuchen auch die Ermittler noch herauszufinden, woher dieses Herz überhaupt gekommen ist. Weitere Nachrichten fassen Theresa Bosse und Dana Nolte zusammen. Großbrand in Mannheim. Am Vormittag kam es auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs auf der Friesenheimer Insel zu einem Feuer. Ein hauptsächlich aus Sperrmüll bestehender Müllberg geriet in Brand und sorgte für einen mehrstündigen Großeinsatz der Feuerwehr. Ja, das Feuer ist im Bereich der Mülllagerung. Dort ist es natürlich schwierig, weil das sehr, sehr kompakt ist. Wir sprechen hier von 350, 400 Kubikmetern Müll. Wir sind gerade dabei, das mit einem Bagger auseinanderzuziehen und dann sukzessive abzulöschen. Inzwischen konnten die 55 Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Polizei geht davon aus, dass eine Stichflamme die Ursache für den Brand war. Revision eingelegt. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung wollen das Urteil im Falle einer vergewaltigten und ermordeten 17-Jährigen nicht akzeptieren. Das Landgericht Frankenthal hatte in der vergangenen Woche den zum Tatzeitpunkt ebenfalls 17-jährigen Angeklagten zu 10 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im März 2020 das Mädchen gewürgt hatte, um den Geschlechtsverkehr vollziehen zu können. Abgelenkt. Am Morgen ist in Eppelheim ein Mann bei einem Unfall mit einer Straßenbahn verletzt worden. Auf Höhe der Haltestelle Jakobsgasse sei der Mann von der Bahn touchiert worden, teilte die Polizei mit. Demnach hatte er wohl Kopfhörer auf und überhörte offenbar die herankommende Straßenbahn. Die Eppelheimer Hauptstraße zwischen Hilderstraße und Scheffelstraße musste zeitweise gesperrt werden. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Mehr Geld für Kitas. Das fordert jetzt der baden-württembergische Verband Bildung und Erziehung von den Kommunen, auch bei uns in der Region. Nach Einschätzungen von Experten könnte es sonst dazu kommen, dass wegen des Personalmangels tausende Kinder im kommenden Kita-Jahr nicht betreut werden können. Die Kommunen hingegen fordern von der Landesregierung, die Regelungen für die Gruppengröße zu erhöhen. Der Verband Bildung und Erziehung lehnt dies ab. Umsatzsprung. Im ersten Quartal des Jahres ist die Heidelberger Druckaktie nach oben geklettert. Das Unternehmen teilte heute mit, dass der Umsatz zum Vorjahr um ein Fünftel auf insgesamt 530 Millionen Euro gestiegen sei. Als Grund dafür nannte der Maschinenbauer die große Nachfrage aus dem Ausland. Viele neue Geräte seien nach Europa und Nordamerika geliefert worden. Das Unternehmen konnte bisher unterm Strich einen Gewinn von 5 Millionen Euro erzielen. Extreme Trockenheit.
Die Grundwassersituation im Rhein-Neckar-Kreis spitzt sich weiter zu. Gründe dafür sind die anhaltende Trockenheit und Hitze. Weil der Grundwasserspiegel immer weiter sinkt, ruft die Kreisverwaltung jetzt zum Wassersparen auf. Sie empfiehlt, zum Bewässern von Pflanzen und Blumen, wenn möglich, auf Regenwasser zurückzugreifen und nur gezielt mit Gießkanne oder Gartenschlauch einmal täglich zu gießen. Rasenflächen sollen gar nicht mehr bewässert werden. So, jetzt bloß nicht den Chiropraktiker rufen oder sonst, nein, dem Sequenz geht's gut, aber das waren so ungefähr mit die ersten Anfänge, wie man damals versucht hat, einigermaßen auf Hip-Hop zu tanzen. Also in den 90ern, da gab es schon wirklich sehr schräge Bewegungsformen. Das Ganze hat sich enorm professionalisiert und daraus sind richtige Wettbewerbe geworden, also mit echt akrobatischen Tanzbewegungen. Und Max Fischer ist dem Ganzen mal nachgegangen und hat bei der deutschen Meisterin im Hip-Hop sich zeigen lassen, wie das genau geht. Wenn der Beat einsetzt, dann gibt es für Maya Priscallo kein Halten mehr. Die 16-Jährige aus Friesenheim ist deutsche Meisterin im Hip-Hop-Tanz und ein absolutes Ausnahmetalent. Das ist pure Körperkunst und Akrobatik. So sieht es aus, wenn eine der besten deutschen Hip-Hop-Tänzerinnen in ihrer Altersklasse aktiv ist. Maya, kann ich das dann als absoluter Tanz-Tollpatsch auch lernen und was brauche ich dafür? Ja, natürlich. Also es ist eigentlich ganz einfach. Solange man einfach ein Körpergefühl hat und konzentriert dabei bleibt, dann ist es ganz einfach. Dann wärmen wir uns jetzt erstmal auf. Ja, okay. Auf geht's. Come on, man. Ganz so einfach ist es für mich mit dem Körpergefühl dann doch nicht, denn schon das Warm-up hat es ordentlich in sich. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Aber kein Wunder, handelt es sich beim Tanzen ja auch um ein Ganzkörper-Workout. Vor allem auf die Körpermitte wird dabei besonders geachtet. Sag mal, Maya, ihr macht ja ziemlich viel Bauchmuskelübung. Warum ist es dann so wichtig im Hip-Hop-Tanzen? Also der Bauch spielt tatsächlich eine große Rolle beim Tanzen, weil viele Bewegungen aus der Körpermitte kommen. Dementsprechend muss der Bauch auch gut trainiert werden und nach einer Zeit gibt es auch ein schönes Sixpack. Da hätte ich das mal früher gewusst, dann lass noch mal zwei machen. Ich bin schon ordentlich fertig, dabei kommt das für mich Schwierigste erst noch, die Choreo. Zeit für eine Verschnaufspause. Aber was macht das Hip-Hop-Tanzen überhaupt aus? Wenn ich tanze, kann ich selber einfach wie meine Gefühle sozusagen austanzen. Bedeutet, ich vergesse sozusagen wie alles um mich rum und ich fühle sozusagen die Musik und ich kann damit so arbeiten und kann mich da einfach selbst drin finden wieder. Ob ich das auch tun werde? Ich weiß es ja noch nicht. Zuallererst müssen die Schritte und die Moves einstudiert werden. Natürlich sehr langsam, ohne Musik und mit vielen Wiederholungen. Nochmal. Und dafür brauchen Maya und Trainerin Tina Erlewein einen langen Atem. Nach unzähligen Versuchen klappt es dann auch mit Musik. Naja, zumindest zu einigermaßen. Puh, das war jetzt eine ganz schön schweißtreibende Geschichte. Nimmst du mich jetzt mit zu den deutschen Meisterschaften? Habe ich jetzt das Zeug dazu oder wie war das? Ja klar, also war eigentlich ganz gut, aber ein bisschen müssen wir noch an der Geschwindigkeit arbeiten. Was heißt hier Geschwindigkeit, Tina? Also als Trainerin, du hast uns hier ganz schön getriezt. War das nicht Originalgeschwindigkeit? Was haben wir denn überhaupt getanzt? Wir haben die Anfangssequenz der Meisterschaftschoreo der Adults-Formation Reloaded getanzt. Das waren die ersten 8 Schritte des Finales und wir waren leider noch bei Geschwindigkeit minus 8 Max. Da müssen wir noch ein bisschen einen Zahn zulegen. Minus 8? Ja. Um Gottes Willen. Zugegeben, mit den deutschen Meisterschaften und meiner Tanzkarriere wird das wohl nichts mehr. Aber immerhin habe ich für die nächste Party noch ein paar coole Moves gelernt. Jetzt hast du mir echt schon viel beigebracht, aber hast du noch so ein paar Steps für mich, wenn ich mit Freunden unterwegs bin? Was kann ich denen mal zeigen, um mir ein bisschen zu posen? Also am einfachsten sind eigentlich immer die Posen. Die kann man immer mal einbringen, egal was er macht. Kann dir aber mal ein paar zeigen. 7 und 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, hier mal in die Tanzschule zu kommen. Macht richtig viel Spaß. Ihr verbrennt auch richtig viel Kalorien, aber rechnet den Muskelkater am Tag oder in den Wochen danach auf jeden Fall mit ein. It feels good.
Jo, hat Max tatsächlich dann heute auch gesagt, dass er dann hier in die Redaktion fast gehumpelt kam. Das war ultra anstrengend. Also gerne einfach mal ausprobieren. Wir machen eine kurze Pause und dann geben wir Ihnen Einkaufstipps, wie Sie gerade eben also kühle Lebensmittel, also Eis und Gemüse, am besten lagern, dass die bei diesen Temperaturen nicht hops gehen. Bis gleich. Da sind wir zurück, Bayron. Und momentan ist es ja das Smalltalk-Thema schlechthin, aber auch ein Big-Talk-Thema, die Hitze. Und die merken wir in allen Bereichen unseres Lebens, beispielsweise beim Einkauf. Also wie kann man den eigentlich am besten gestalten, dass man eben Lebensmittel, die frisch sein müssen, also Gemüse, Obst oder auch Eis, auch frisch bleiben. Also vom Einkauf bis zum Lagern und am Ende dann bis zum Verzehr. Habe ich gestern in den Kühlschrank gelegt. Geht noch gut. Reporterin Josie kauft ein. Experten raten bei diesen Temperaturen vor allem zu leichter Kost wie Obst und Gemüse. Auch Fisch und Fleisch stehen auf Josies Einkaufsliste. Wenn man frischen Fisch oder frisches Fleisch kauft, dann am besten zum Schluss, damit die Kühlkette nicht so lange unterbrochen ist. Um die Kühlkette auch weiter aufrechtzuerhalten, packt Josie diese Sachen für den Transport in einen Tiefkühlbeutel. Zu Hause angekommen, hilft ihr heute Expertin Birgit Brendel von der Verbraucherzentrale beim Auspacken. Wenn wir Obst draußen stehen lassen in der Küche bei den Temperaturen, dann können wir in Kürze eine schöne Obstfliegenzucht anlegen. Also das dann auch besser abgedeckt lagern, dass da nichts rankommt. Damit unsere Lebensmittel nicht sofort verderben, räumen wir sie nun schnell ein. Gut, dann haben wir hier unten das Gemüsefach. Da würden wir erstmal die Zucchini und Möhren reingeben. Auch die Gurke und der Feldsalat kommen ins unterste Fach des Kühlschranks. Und auch Äpfel können hier gelagert werden, am besten aber in einem separaten Fach. Denn die geben sogenanntes Ethylenreifungsgas ab, bewirkt, dass die Früchte dann schneller verderben. Man kann Äpfel aber auch außerhalb des Kühlschranks aufbewahren. Genau wie ungeöffnete Milch und Milchalternativen sowie Eier. Ab einem bestimmten Datum müssen die Eier aber gekühlt werden. Das steht auf der Packung drauf. Wer sie direkt in den Kühlschrank stellt, macht also nichts falsch. Auch die Melone mag es kalt. Die müsste auch in das Gemüsefach und vor allen Dingen, wenn sie angeschnitten ist, sollte auch die Schnittfläche ein bisschen abdecken, dann auch wieder in den Kühlschrank mit. Manche Obst- und Gemüsesorten, vor allem Südfrüchte, verlieren ihren Geschmack, wenn man sie kühlt. So wie Tomaten, Auberginen und Bananen. Dafür sollten im Hochsommer Leckereien wie Schokolade unbedingt in den Kühlschrank, damit die nicht schmilzt. Bei unseren verbliebenen Lebensmitteln wie Brot, Öl oder Kartoffeln gilt generell vor Licht schützen und möglichst dunkel lagern. Wer keine Brotbox hat, kann auch einen Topf dafür nehmen. Wichtig ist dann auch, dass es ein bisschen lüftet, aber dass das Brot nicht austrocknet. Es gibt aber auch Dinge, die einfach nicht lange haltbar sind, wie zum Beispiel frische Beeren. Im Kühlschrank bleiben die 1 bis 2 Tage länger frisch, aber am besten isst man die einfach so schnell wie möglich auf. Gleiches gilt für das Gürkchen, die habe ich auch gleich durch. Ich habe noch ein bisschen Zeit mit dem Wetter. Dafür waren wir in Düren unterwegs. Bei uns scheint für Sie immer die Sonne. Das Schmuck- und Leihhaus Dobczynski präsentiert Ihnen das Wetter. Im Rhein-Neckar-Kreis liegt das beschauliche Düren. Seit den frühen 70er Jahren gehört es zur Stadt Sinsheim. Prägend für den Ort ist die evangelische Kirche, die während dem Zweiten Weltkrieg fast komplett ausbrannte. Am Dorfeingang findet man seit dem Jahr 1845 das lutherische Schulhaus. Neben den historischen Bauten in der Innenstadt freuen sich die Bewohner Dürens besonders über die Nähe zu großen Feldern, die von der Landwirtschaft für den Getreide- und Gemüsebau genutzt werden. Ob die rund 2200 Dürener und die restliche Region auch in den nächsten Tagen die Sonne genießen können, das schauen wir uns mal an. Hoch Oskar hält weiter die Stellung und beschert uns auch morgen tolles Sommerwetter mit bis zu 14 Stunden Sonne und nahezu strahlend blauem Himmel. Also am besten die Sonnenbrille auf und für nötige Abkühlung im Schwimmbad oder am Baggersee sorgen. Denn es bleibt sehr heiß. Die Temperaturen erreichen bis zu 32 Grad. Selbst in höheren Lagen vom Odenwald oder vom Pfälzerwald kratzen sie an der 30-Grad-Marke. Sehr sonnig und trocken verlaufen auch die kommenden Tage. Dazu klettern die Temperaturen schrittweise sogar auf bis zu 35 Grad. Wem das zu heiß ist, der kann sich auf lange Abende im Freien freuen. Es bleibt nämlich noch bis in die Nacht hinein warm und ideal, um zum Beispiel die Sternschnuppen der Perseiden zu beobachten. Seriös, fair, freundlich, wir sind immer für Sie da. Das Schmuck- und Leihhaus Dobczynski präsentierte Ihnen das Wetter.
Gurke ist weg, Mund ist leer und das ist dann für uns noch genug Zeit und Möglichkeit, Hauke, über eine gute Nachricht noch schnell zu sprechen. Denn ja, auf der Autobahn, da wurde ein Teddybär gefunden, ganz alleine ohne, ja, ohne Besitzer. Richtig, Familie nicht weit und breit nicht zu sehen. Wir hatten ja darüber berichtet. Der hatte dann ein Praktikum quasi bei der Polizei in Mannheim gemacht. Und das ach, ist, da er. Ist er. Jawohl. Oh. Konnte dort den Beamten über die Schultern schauen. Und jetzt die gute Nachricht, er ist wieder zurück bei seinen Besitzern. Also, der lächelt ja sogar. Sorry, mit Happy End. Das ist doch schön. Dem Teddy geht's gut. Das ist doch toll. Und hoffentlich auch, genau. Und wir sehen uns morgen. Bis morgen. Tschüss.